So, und weiter geht's mit 9 Runden auf Train Crusade. Ich bin fertig ohne Ende, aber the show must go on. Okay. Also. Hey, ein Spieler. Okay. Genau, heute war einfach, es ist so warm. Ich kann so nicht sagen, wir hatten heute Nacht noch 25 Grad ungefähr. Also 0 Uhr, 1 Uhr, 25 Grad. In meinem Zimmer war es warm, es ist nicht mehr feierlich. Und ich habe keine Party. Also ich habe eine Party, aber vielleicht laufen wir mal kurz um die Party hoch, oder? Genau, gehen wir kurz einfach schnell Tower oder so und machen die mal schnell auf 40. Tower. Tower. Gehen wir da hin. Brauchen wir eigentlich hier irgendwie einen... Oder wisst ihr was, wir gehen einfach schnell in eine andere Party rein. Ist doch egal. Eine Party kann immer leveln, aber jetzt erstmal nicht. So, okay. Genau, ich habe gestern das Schmuckset gefarmt, habe es direkt auf +3 geupt. Die Effekte sind natürlich wieder komplett insane. Wir haben 77% Cast Time, by the way. Das ist auch schon nett, würde ich sagen. Falscher Dungeon. Warte mal, wir haben... Ah, 75er müssen wir auch noch... LOL. Ja, klar. Klar. Das fehlt ja auch noch. Oh mein Gott. So, ich habe übrigens... Was habe ich hier noch für eine Box? Ja, perfekt. Ich habe einen Buff-Patron bekommen. Ich weiß gar nicht, was kriegst du als für Buffs? Ringmaster-Buffs, okay. Gut, dann mal. Haben wir jetzt gerade wieder... Wow, ich krieg jetzt einfach direkt aus der Party raus. Finde ich toll. Gehen wir den anderen rein. So, jetzt kann ich Schaden machen. Okay, nett. Beats habe ich aktuell noch kein. Doch, habe ich theoretisch sogar, aber. Naja, nicht in der Art und Weise, wie ich es gerade gern bräuchte und hätte. So, was haben wir sonst noch alles? Hier irgendwelche Coffees anmachen und so. Ja, Upcut ist halt wichtig und der Rest ist eigentlich erstmal vollkommen egal. Also 10 von 10 haben wir sogar schon. So, schadensmäßig. Yo, 45k, alles klar, okay, logisch. Macht man so, ist natürlich ganz normal, okay. So, Activation ist noch wichtig. Alter Junge, 45k Damage. Also, ja, aber das ist heftig. Es ist wirklich, es ist schon wirklich ein bisschen krass, finde ich. So, das war schon mit dem Dungeon. Vor allem überlegt mal, wir haben ja noch nichts. Wir haben noch gar nichts. Alter, wir haben ein 60er Set. Oh Gott, es wird so geil. Ich liebe Psykeeper. Psykeeper ist toll. Das ist die beste Klasse EOW einfach. Ey, was wir hier einfach... Ah, warte mal, lol. Wir haben noch Probeboxen. OMG. Okay, ja, alles klar. Wir werden uns im Inventar explodieren. Es wird alles explodieren, Mann. Ja, heilige Scheiße. Jo, alles klar. So, wir haben 5,7k Attack und 67% Spell Rate. Ich glaube, ich habe gestern einen Power-Up angehabt. 62% Spell Rate? Hä? What? Wie? Warum? Wieso? Weshalb? Was passiert? Ach, es bringt auch noch HP, das Set. Okay, nett. Aber warum haben wir gerade so weniger Spell Rate als vorher? Hä? Wait, what? 67%? Kein Awake. Hä? 18? Ich bin wirklich noch nicht wach. Ich bin sowas von nicht wach. Ich bin komplett lost. Alter, bin ich lost. Leck mich am Arsch. So, na gut, okay. Also wir haben ein bisschen mehr HP, das ist schon mal nett. Die brauchen nämlich sowieso. Dann killen wir schnell mal so einen Typen hier. Ich würde immer ganz gerne für Catsy Lady hier einen Jojo farmen. Weil zumindest Stand heute, Tag 3, hat er noch nichts, leider. Schaut ihm noch kacke aus, oder? Ja.
Also irgendwas mit den Dropraten ist nicht okay. Also warum auch immer, aber irgendwas passt da nicht so ganz. So, Level 90er Set. Los geht's. Das Genion-Set ist normalerweise für Psykeeper ja ziemlich krass. Insofern bin ich mal gespannt, wie es läuft. Gear Square, ja, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Alter. Ja, ist ja heftig. Brauchen wir noch eine welche? Ich weiß gar nicht. Ne, brauchen wir schon mal keine. Okay. 20 KP haben wir jetzt auch erreicht. Und wir haben noch immer keine einzige Erweckung. Wir haben 0 Awakes. 0. Okay, ich habe jetzt auch Lord Buffs aktiviert. Das kommt nochmal dazu. Aber trotzdem, wir haben keine Awakes. Und also ich denke mal, wenn ich jetzt so viel auf Schaden gehe und so, werde ich halt safe irgendwie noch ein bisschen auf HP gehen. Also HP Awakes, HP-Sockel und whatever. Genau. Ja, aber es ist halt übel. Es ist wirklich, also ich habe mir einiges erwartet und so, aber dass es halt doch so krass wird, das habe ich nicht erwartet. Das hatte ich mir in meinen krassesten Träumen halt nicht erwartet, dass es halt so heftig irgendwie wird. Okay, ich hab's bekommen. Wollte gerade einfach mein Ding stealen, Mann. Was geht denn ab bei dir? Okay. So, jetzt brauchen wir auch diese ganzen komischen anderen Viecher. Hier sind noch ein paar. Okay, vielleicht wartet er schon ein bisschen länger, aber keine Ahnung. Ich mache immer Damage aus, ja. Wobei, ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. 7 von 10. 8, 9 habe ich schon. Ne, hier, 9 und 10 haben wir da. Okay. Power-Ups anlagern, Alter, das ist das Schlimmste, was es gibt hier gefühlt. So, und abgeben. Let's go. So, wo ist die Box? Da ist die Box. Cast Time 20%, Int plus 20. Ich bin mir sicher, der Schaden hat sich ein bisschen erhöht. Ein kleines bisschen. Oh, sind fast Level Up, lol. 48k Damage, okay, das ist nett. Und Cast Time, jetzt haben wir glaube ich so einen Cast Break erreicht. Irgendwie jetzt Cast Time einfach gefühlt doppelt so schnell als vorher. Sehr geil. Ja, gefällt mir. Und wieder nichts geglaubt. Nice. Also was mit den Dropraten los ist, ganz komisch. Also ich meine, ich weiß nicht mehr, was ich damals gedroppt habe und so und wie viel ich gedroppt habe und wie viel ich farmen musste und whatever. Aber es ist so gefühlsmäßig, würde ich zumindest sagen, wir haben irgendwie mehr gedroppt. Aber ich kann mich halt total täuschen und so. Also sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht. Ganzen Boxen da einfach schon wieder. Okay, so, mit 105 hier drin sein. Mal schauen, ob das ein Fehler ist oder nicht. Sollen wir die einfach auch weg? Auch eben. Season Pass Level 15. Stimmt, wir haben einen Season Pass. Season. Stopp. Season Pass, hier ist er. Get Rewards, bam. Ja, damit. Gibt mir was krasses. PvP-Beat, let's go. Und ein Crit-Beat. Perfekt, das brauchen wir. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Furniture Set. Können wir auch gleich aktivieren. Nee, komm nicht aktivieren, weil ich was anderes aktiviert habe. Malficience. Wer war das nochmal? Kenn ich auch irgendwo her. Der Name sagt mir was, aber. Ich kann gerade nicht mehr sagen, wer das war. Ich glaube, CB-Flife, glaube ich, war es oder so. Leute, diesen Pass Level. Warum haben wir Level 17 erreicht? What? Wofür? Für zwei Mobs killen? Level 17? Hä? Hä? Lol? Und da haben wir schon wieder so viele Moons und Oris. Also ja, ich weiß, wir brauchen davon Tausende, Zehntausende, Millionen davon. Aber warum haben wir so viele? Also nicht, dass ich mich jetzt darüber beschweren würde oder so, aber
Warte mal, kann man hier dran farmen? Haben wir drin vielleicht eine gute Droprate? Wurde die vielleicht einfach nur erhöht? Droppt man mehr? Alter, diese Kackmobs, können die sich irgendwann mal zusammenstellen oder so? Oh, ist das eine Kacke. Achso, wir haben ja auch das andere AOE, aber ich glaube, das hat weniger Range. Ja. Ja, bringt relativ wenig. Okay, Sunstones. Ja, also ich meine, wir droppen hier schon ein bisschen was und so, aber jetzt. Auch nicht so die Welt irgendwie. Ja, doch, es kommen schon ein paar warum, aber. Ich weiß nicht, es sind halt keine geilen Spawns leider zum Farmen. Deswegen glaube ich nicht, dass es hier irgendwie Zukunft hat. Warum sonst noch hier die Eier, genau, bla 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 bla. Bossy Boss, wo bist du? Wo ist denn der? War der nicht hier drin normalerweise? Oder ist der gerade despawned? Nicht despawned. Falsches Spiel. gekillt worden, meine ich. Ha. Ja, komm doch mal wieder zurück. Braucht doch nochmal nie so lang, oder? Wo bist du? Komm raus. Nee, aber da hinten waren wir schon. Der muss hier drin sein, der muss hier sein. Gibt's eine Map? Nee, gibt's nicht. Da ist er. Der Frostdrachen. 3 Millionen HP. Ja, wird schon eine Weile dauern, aber kriegen wir hin. Kriegen wir definitiv hin. So, Pet Food haben wir noch genug. Quest-Items können wir auch direkt mal spenden. Okay, naja. Gut. Der gute Winterzelt, oder wie war das? Level 26, 13 Member aktuell. Sieht soweit ziemlich gut aus. Bloody ist mit drin. Einer der sehr guten Spieler auf alle Fälle. Einer der Softies vor allem. Das finde ich schon mal super. Macht das der Level ab? Nee, er macht das nicht Level ab. No. Aber zumindest kriegen wir ein gutes Set und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Weapon Level Up, naja. Ist auch ein Level Up. Jetzt haben wir Level Up. Nice. Psycon Set und die andere Set, das andere Set. Die Set, genau. So, Mechatron Set. Mechatron Set. Mechatron Set. Und was fehlt? Suit. Mechatron Suit. Let's go. Okay, PvE Damage 8%, 15% Cast, 15% HP. Brauche ich das andere Set überhaupt wirklich? Also ich meine, wir haben HP drauf. Okay, wir haben keine. Also das Einzige, was jetzt fehlt, ist Blockrate und Def. Ja, das ist das Einzige, was hier gerade irgendwie ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube ganz im Ernst, also ich. Oder? Ah, wenn ich es wüsste, ich. Ah, schwer zu sagen. Echt schwer zu sagen. Aber man braucht doch. Wie war das hier? Awake Item. Wir fangen jetzt einfach ein bisschen an zu erwecken hier. So, wir brauchen auf alle Fälle. Hier haben wir irgendwie so 100 Scrolls, genau. Und da auch mal so. Ja, komm, let's go. Scheiß drauf. genau, also irgendwie STA oder Int oder beides ist ganz okay. Haben wir ja diese Chance Boost. Ich weiß nicht, was das ist hier. Was macht das? Keine Ahnung. Muss es vielleicht irgendwie einstellen und dann auf Chance Boost gehen? Kein Plan, was es ist. Kein Plan. Berühre ich nicht. Influss 7. Nee, will ich nicht. Nee, ist alles kacke. Letzte Season habe ich doch auch mit Playteilen immer so 35 Int bekommen oder sonst irgendwas. So richtig kranke Awakes irgendwie.
Jetzt könnte ich STA und Int vertragen und jetzt sieht es wieder sehr mau aus. Was habe ich noch an Scrolls? Wo sind denn meine Scrolls? Ich bin blind, oder? 54. 13 Int. Nicht zufriedenstellend, überhaupt nicht. Cast Speed bitte. 1%. 2%. Wir steigern uns. 1%. Wir verschlechtern uns wieder. 1%. Come on, gib mir noch 7% oder so. 4%, okay. Ja, weil die Awakes, die geizen schon wieder rum, es ist unfassbar. Jo, oh, wir werden hier noch so lange Zeit hängen. 7%. Warum kriegen wir 7% Cast auf eine scheiß Suit, Mann? Das gibt's doch nicht. Ah, zum Kotzen. Ich will HP oder Speed. Ja, gar nichts davon. Nice. Super. Das läuft richtig gut aktuell. Wir bekommen nur Millerbikes. 8% Speed. Okay, so. Suit, machen wir. Nee, wir machen ganz neu. Kann nicht sein hier. 4% Speed. Was soll denn die Kacke hier? Speed. Mein Gott, das ist ja ein Trauerspiel hier. Was hat der Helm? Wo ist der Helm? 13 Int, Alter. Das ist halt echt ein Trauerspiel. Ja, Mann, klar. 13% Crit auf die... Ja, logisch. 25 Decks. Natürlich kriege ich das. Klar, logisch. So muss das natürlich sein. Absolut. Ja, Mann, die Awakes hier, das ist ja... Alter. Unfassbar. Sollen wir an Scrolls? 10. Perfekt. Ey, gib mir doch wegen... Ja, wieder 7% Cast, ich krieg's kotzen. Langsam wird's zu teuer, leider. 9%... Ey, ist ja irgendwie Gegenteiltage oder so... So, ja, Waffe, mach mal Speed drauf. Boots, okay, komm auch mal Speed drauf. Gauns kriegen keine Cast-Time, dafür die Suit. Waffe kriegt kein Int, dafür kriegt es das, was der Helm kriegen sollte und so. Die Boots kriegen sollte und so. Heute ist irgendwie alles komisch. Ja, ein schönes Crit-Schadenschild natürlich, das hätte ich jetzt auch gern. Und so hätte ich jetzt auch richtig Bock drauf, klar. Wow, okay, Int und Cast mit dem letzten Versuch, okay.